Zimmer. Das heißt, das ist ja kein Luftschloss. Das ist unser Personalausweis, das steht BRD. Die BRD, wissen wir halt, das ist klar, ist ein Konstrukt der Besatzungsmächte. Aber seit 1990 ist das vorbei. Die BRD ist wieder vereinigt und offiziell oder inoffiziell, wie auch immer, ist die BRD ein souveräner Staat. So, ich kann da halt nicht meinem Vorredner folgen, dass die BRD einfach nur so ein Luftkonstrukt ist, dass man sagt, ja, man überlegt sich mal irgendwas, das könnte doch Banania heißen oder Pannonia, das kann ich nicht nur ganz nachvollziehen. Die BRD ist ein realer Staat. Ob man das jetzt anerkennt oder nicht, die ist nun mal da. Man kann jetzt sagen, man kann das so sagen, aber ich denke, da sagt viel Halbwisse unterwegs. Ich will jetzt kennen, um was an der Stelle, weil Kenner kennt sich da so richtig aus. Und ja, es gibt im Prinzip nur eine Wahrheit. Und Deutschland ist nicht souverän. Und das sieht man auch ganz einfach an dem Snowden-Fall. Wenn man die Autobahn runterfährt. Bei Rammstein, genau. Ja, also die BRD ist nicht souverän. Vor allem habe ich das auch mal mitgekriegt. Ich war selber mal in so einer Airbase. Also ich war da mal mit einer Freundin mit. Wir waren mal zum Essen in der Airbase, weil der Vater von ihr ist auch bei der Army. Und das war amerikanisches Staatsgebiet. Und ja, also es gibt nur eine Wahrheit. Also ich kann nur jedem empfehlen, da gibt es so ein Buch, das heißt Die Jahrhundertlüge. Gibt es auch als PDF und da steht das alles zusammengefasst da drin. Wäre es gut, wenn sich da auch jeder mal informieren würde. Du warst schon so. Ich wollte noch ganz kurz hinsichtlich der Ukraine-Geschichte, das, was momentan in der Ukraine abgeht, also dass die westliche Welt da Russland provoziert in der Ukraine, da wollte ich noch kurz was zu sagen. Ich habe nämlich letzte Woche gelesen, oder vorletzte Woche, dass wenn Russland mit Bodentruppen hier Westeuropa angreifen würde, bis die NATO reagiert, sind die russischen Truppen schon in Westpolen. Also das heißt, der Krieg, wenn er losgeht, ist er praktisch direkt vor unserer Haustür. Und ich kann es auch nicht verstehen, warum so viele hier sich nicht so wirklich mit beschäftigen, mit dieser Kriegsgefahr, die wir momentan durch die westliche Provokation hier momentan haben. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich meine, ja, ist wahrscheinlich was anderes, wenn hier dann mal die anfangen, die Bomben einzuschlagen, das ist dann wahrscheinlich die Sache anders. Aber dann ist es zu spät, für den Frieden zu sein. Dann ist es zu spät. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir überleben. Die Kriegsgefahr ist da, provoziert durch den Westen. Weil der Westen scharf auf die ukrainischen Rohstoffe ist. Deswegen wird da provoziert, deswegen wird Russland so lange provoziert, bis Russland so weit zurückgedrängt ist, wie halt eben, wenn man ein Tier verfolgt in eine Höhle. Irgendwann kann das Tier nicht mehr zurück und greift an. Und genau die Situation haben wir auch bei Russland. Deswegen muss dringend aufgehört werden, da Russland weiter zu provozieren. Es ist absolut blödsinnig und vor allen Dingen Europa macht das auch nur auf Druck von den USA. Ist einfach nur von den USA gesteuert. Also ja, um es mal ganz kurz zu sagen, das ist, also was die europäischen Regierungen momentan machen, das ist irgendwie, mir kommt das so vor wie Ami Befehl, ich folge dir, so irgendwie. So kommt mir das vor. Also total, es ist vor allen Dingen auch mal Zeit, dass Europa auch mal selber sagt, den USA sagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken sozusagen. Also dass Europa mal sagt, die USA können uns am Arsch lecken, weil richtige Freunde sind das nicht, die spionieren uns aus. Richtige Freunde machen das nicht. Von daher, ja, die Regierung, ja.
Also nur die Regierung. Gegen die Bevölkerung der USA habe ich nichts. Es ist nur die Regierung da. Die Regierung da, die führt sich auf als Weltmacht, tut noch so, als wäre sie Weltmacht. Stimmt bei der USA gar nicht mehr. Die sind sowas von am Ende. Die wären ja schon pleite, wenn da nicht andere da immer mal gesagt hätten, ja kommt, ihr könnt noch ein bisschen da spielen halt eben, ja. Die USA wären ja schon pleite und alles. Offiziell sind sie noch nicht pleite, das ist die Sache. Inoffiziell sind sie pleite, ja. Ja, ja. Also in der Hinsicht, es ist auch mal Zeit zu sagen, dass die USA endlich mal aufhören sollen, hier Europa für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und vor allen Dingen muss Europa jetzt auch mal zeigen, dass sie sich nicht von USA alles gefallen lassen. Das, dazu gehört auch, verschiedene Unterwerfungsabkommen abzulehnen. Also, die werden offiziell Freihandelsabkommen bezeichnet, aber es sind in Wirklichkeit Unterwerfungsabkommen. Also, das bedeutet CETA ablehnen, TTIP ablehnen und TISA ablehnen. TISA ist das Allerschlimmste. Das bedeutet, alles wird privatisiert. Und so, ich glaube, es wird doch ein bisschen länger. Ist das, ja, weil dann will ich nämlich noch kurz auf die Freihandelsabkommen eingehen. Ich versuche es kurz zu halten. Mama. Bei so Abkommen wie CETA und TTIP ist es so, dass da solche Sachen drin sind, dass Konzerne Staaten verklagen können, einfach nur auf prognostizierte entgangene Gewinne. Das heißt, wenn irgendein Staat jetzt zum Beispiel die Umweltauflagen verschärft, dann können Konzerne bzw. deren Investoren die Staaten darauf verklagen, wir hätten eigentlich mehr Gewinn gemacht, Staat gibt uns das Geld zurück. Dann werden sich Staaten natürlich zweimal überlegen, ob sie die Bedingungen für die Bürger verbessern oder doch nicht lieber die Bedingungen für die Konzerne gut so belassen. Und bei TTIP haben wir noch zusätzlich die Probleme, dass man nicht mehr wirklich diese Kennzeichnung ohne Gentechnik und alles Mögliche. Diese ganzen europäischen Standards haben wir das Problem, dass die schlechteren US-Standards bekommen, weil sich dann alles immer am niedrigsten Standard orientiert. Und dann noch zu TISA. Das Abkommen ist weniger bekannt, wird im Schatten von TTIP verhandelt. Das sagt aus, alles wird privatisiert. Schulen, Wasserversorgung, Gesundheitsversorgung, Krankenhäuser, Straßen vielleicht auch. Alles privatisieren. Das bedeutet, das Unterwerfungsabkommen TISA in ein paar Worten zusammengefasst. Also wir haben einige Probleme, die von den USA ausgehen. Deswegen ist es Zeit, den USA mal zu zeigen, nein, mit uns nicht. Sucht euch jemand anders zum Spielen. Ja? Aber wie willst du das machen, wenn du besetztes Land bist und ja eigentlich gar nichts zu melden hast? Auf die Regierung kann man hierzulande schon mal nicht vertrauen. Es ist die Sache, wir haben in gewisser Hinsicht einen Vorteil. Wir sind in gewisser Hinsicht um uns herum mit EU-Ländern versorgt, die ja wohl hoffentlich noch souverän sind. Einerseits müssen wir selber sagen, nein, wir wollen das nicht. Und dass die anderen Länder auch sehen, nein, das machen wir besser nicht mit diesen Unterwerfungsabkommen. Und letztendlich, vielleicht gibt es dann in der EU-Kommission auch mal ein Aufwachen. Ich bezweifle es zwar, das ist ein Haufen von Versagern, aber bei der EU-Kommission ist Hoffnung und Hals verloren. Aber ich glaube immer noch an das Gute im Menschen. Deswegen glaube ich, dass auch irgendwann vielleicht noch ein Aufwachen da ist. Und die dann halt eben mal sagen, nein, die Bürger wollen das nicht. Hoffen kann man immer, ja. Aber es ist auf jeden Fall wichtig zu zeigen, nein, man ist gegen TTIP, gegen TISA und gegen CETA. Bei CETA ist es jetzt am wichtigsten, weil da beginnt bald die Abstimmung drüber. Was ist dann CETA? CETA ist ein Unterwerfungsabkommen zwischen EU und Kanada. Ist auch Investorenschutzklausel drin. Ist auch drin.
Es ist auch sowas drin. Ja, so heißt das offiziell. Also das ist die offizielle Bezeichnung. Inoffiziell, das bedeutet einfach nur, Konzerne können Staaten verklagen auf prognostizierte entgangene Gewinne. Noch nicht mal. Wenn der Staat sagt, du verdienst nächstes Jahr hier so und so viel. Also wenn der Staat sagt, du verdienst nächstes Jahr hier so und so viel und das stimmt nicht, das wird dann nichts, aus irgendeinem Grund auch immer, dann gibt es eine Klage von deinem Konzern an den Staat. Ja, stimmt, das ist nämlich noch ein weiterer Punkt. Es gibt nämlich so, gibt nämlich noch den Punkt, und zwar verdeckte Enteignung oder so irgendwas. Indirekte Enteignung. Das ist nämlich das, wenn die Konzerngewinne nämlich stimmen, dann können sie die Staaten auch verklagen. Ja, das hört sich ziemlich pervers an und das ist es auch. Also verklagt dann Konzern den anderen Konzern. Nein, so in gewisser Hinsicht. In der Hinsicht schon. Es ist die Möglichkeiten sind da unbegrenzt. Also du kannst, vor allen Dingen auch die Sache, es darf auch nicht mehr rückprivatisiert werden. Also mit Teaser darf nicht mehr, spätestens mit Teaser darf nicht mehr rückprivatisiert werden. Wenn die Sachen einmal, rekommunalisiert werden. Also wenn die Sachen einmal privatisiert sind, darf es nicht mehr wieder in staatliche Hand zurückgehen. Wenn das Wassernetz einmal privatisiert ist durch Teaser, darf es nicht mehr wieder in staatliche Hand zurückgemacht werden. Also das verbietet das Regelwerk in Teaser. Papier steht. Also es sind einige Probleme, die mit TTIP, Teaser und jetzt auch mit CETA auf uns zukommen. Und es gibt, also deswegen ist ganz wichtig, jetzt Druck zu machen. Wir wissen, dass wir gegen CETA sind, gegen TTIP und gegen Teaser. So, ich glaube, ich bin am Ende. Aber selbst das reicht noch nicht, das sind auch alles nur Symptombekämpfungen. Wir brauchen ein komplett anderes Finanzsystem. Ohne geht nicht. Also. Haut drin. Ja, und das steht in unserem Grundgesetz, dass Widerstand unsere Pflicht ist. Wenn wir merken, dass wir verarscht werden. Und ich glaube, hier hat so jeder eigentlich schon gecheckt, dass wir alle verarscht werden und über den Tisch gezogen werden. Also ich habe schon seit dem ersten Jahr, nachdem ich gearbeitet habe, verstanden. Also wenn ich was produziere mit meinen Händen und ich dann weniger habe davon als der Staat selbst, dann werde ich schon mal heftig über den Tisch gezogen. Und wir sind dazu verpflichtet, jetzt zu sagen, ey, wir wollen die ganze Scheiße nicht. Weil es ist richtig, was er gesagt hat. Man braucht sich nicht darauf zu verlassen, dass jetzt Angela Merkel zu Obama geht, bei ihm an der Tür klopft und sagt, ey, zieh mal deine Truppen aus meinem Land ab. Also dazu hat sie gar keine Befugnis. Ich glaube, sie wird nicht mal bis ans Büro kommen. Ja. Geschweige denn die Treppenstufen hier noch schaffen. Aber das war jetzt nur Maß. Ah, ja, genau. Hau raus!